Heute möchte ich über die Segnungen sprechen, die den Bündnissen mit dem Herrn entspringen. Ein Ausgangspunkt ist der Bund, den der Herr mit dem Haus Israel geschlossen hat. Denn das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe. Spruch des Herrn, ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dieser Bund erstreckt sich auf jeden Menschen aus jeder Rasse, der auf Christus getauft ist. Paulus sagt, wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben Kraft seiner Verheißung. Ein Bund ist nicht bloß ein äußerliches Ritual, er bewirkt tatsächlich, dass sich ein Mensch wandelt. Von neuem geboren wird man durch den Geist Gottes mittels Verordnungen. Wir müssen die errettenden Bündnisse, die wir mit dem Herrn schließen, immer ehren und heilig halten. Wenn wir das tun, hat der Herr uns verheißen, Offenbarung um Offenbarung, Erkenntnis um Erkenntnis wirst du empfangen, damit du die Geheimnisse und das Friedfertige erkennen mögest. Das, was Freude bringt, das, was ewiges Leben bringt.